Ja, und damit herzlich willkommen, werte Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Video und zu einer neuen Folge Road 96. In der letzten Folge haben wir ja versucht, Zoe vor der Polizei zu retten. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Wer die Folge nicht gesehen hat, kann jetzt gerne in die Infokarte klicken. Ja, jetzt sind wir wieder alleine. Wir sind ja aus dem Auto rausgeflogen, in dem wir getrampt haben, weil wir den Polizisten angegriffen haben. Aber jetzt sind wir dafür hier irgendwo im Wald und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das sage ich, glaube ich, jede Folge, aber das bin ich auch. Und Alter, dieses Bild sieht so schön aus. Das ist wirklich krass. Das muss ich einfach sagen. Und wir laufen mal weiter. Wir sind fast bei der Grenze schon wieder. Ich denke mal, danach kommt noch eine Mission. Jo, Taxi. Und dann sind wir da, würde ich sagen. Hä, was ist das denn für ein Weirdo, Alter? Was ist das denn für ein Weirdo? Junge. Aber es sieht sehr schön aus, gerade die Stelle. Ah, er ist angehalten, oder? Glaube ich. Aber nicht wegen uns wahrscheinlich. Was passiert denn da? Kommen wir irgendwie dahin? Habe ich irgendwas übersehen? Junge, das ist ja richtig hier creepy Atmosphäre gerade. Aber wir kommen doch da nicht vor. Ich muss nochmal kurz zurücklaufen, ob wir irgendwo was übersehen haben. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Stein zum Werfen oder keine Ahnung. Aber hier ist ja nichts. Hey, was sollen wir machen? Hallo? Also auf die Straße können wir nicht laufen, zur Erklärung für euch, das seht ihr wahrscheinlich nicht. Also das geht nicht, nach links und nach vorne. Oh mein Gott, ich bin... Ey, die Folge geht gerade 2 Minuten, 3 Minuten und ich war schon wieder so lost, das ist echt unglaublich. Okay, ich hoffe mal, der kann uns mitnehmen. Wenn nicht, dann müssen wir laufen. Oh, Geld. Sehr wichtig. Wir haben Geld gefunden. Es hat diesmal lange gedauert, aber wir haben Geld. Und das war's, glaube ich. Hier drin gibt's, glaube ich, sonst nichts. Doch. Verrottetes Lebensmittel, das essen wir auch. Das gibt ja immer... Also ich habe da bis jetzt noch keine negativen Folgen gespürt. Hier war ein Feuer vor kurzem an. Auch interessant. Und... was? Nehmen Sie einfach die Waffe runter. Ich bin kein Brigade. Oh. Ja, natürlich. Natürlich. Es ist nicht mein Wagen. Ach, da ist ein B drauf. Wovon reden Sie? Nein. Vogel getroffen. Ich habe kein Feuerzeug, aber da liegen welche, soweit ich weiß. Also Streichhölzer. Aber das ist nicht mein Van. Hier. Streichholzschachtel. Nee, aber Feuer, Streichhölzer. Können wir den Rest behalten? Der könnte vielleicht noch was bringen. Wir könnten auch das Lagerfeuer anzünden. Nein, das ist nicht mein Wagen. Es heißt russisch Roulette. Was kalt? Ach so, wir sollen was suchen. Mit heißen kalt. Okay, am Kofferraum. Safe, schmeißt uns da jetzt rein, oder? Ich hab's gewusst. Nee, doch nicht. Und da ist Blut. Nicht solche. Ich glaube, es um den Van abfackeln kann das sein. Von mir aus, das ist nicht mein Wagen, wie gesagt. Den da, ne? Nicht seinen.
alles mit Benzin übergießen. Also wenn er uns danach in Ruhe lässt, dann fackeln wir den gerne ab. Der Wagen ist ja eh Schrott, wenn ich das richtig sehe. Junge, was ist mit ihm? Sondern? Ich verstehe nicht. Nee. Hab's gewusst, dass er das sagt. Ich bin kein Mitglied der Schwarzen Brigaden. Was soll das bedeuten? Ich werde es niemandem erzählen, ich schwöre, aber das klingt halt wie so eine Aussage, die jeder machen würde in der Situation. Aber ich glaube, das ist besser für die Antwort. Nein, laber mich nicht voll. Sie haben eine Tochter. Wenn es stimmt. Ich wette, es ist ein guter Vater. Nein. Ich will es wirklich wissen, auf was war das bezogen? Lola, ist es seine Tochter oder was? Oder seine Frau? Wahrscheinlich. Ja, aber ich kenne keine. Holy shit. Jo. Ich muss dann mal, ne? Tschüss. Dringend muss ich mal los. Viel Spaß noch. Alter. Holy shit. Wurde richtig brenzlig hier. Wir haben jetzt ja Geld, das heißt, wir können den Bus nehmen. Würde ich auch vorschlagen, weil wir haben nur noch 4 Energiebalken und hier ist auch nicht hier haben wir auch nicht die Möglichkeit, irgendwas zu essen. Wir können mal den Müll durchsuchen, vielleicht bringt es irgendwas. Nee. Okay, nee, ich sehe gerade, wir können auch trampen. Da würde ich vorschlagen, wir trampen. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass der Typ von hinten ankommt und anhält, aber ansonsten, weil die 7 Dollar für den Bus, die sparen wir uns doch lieber. Okay, wir sind fast da. Ey, das ist doch... Ist das wieder der Truckerfahrer? Ja, das ist er echt. Jawohl, der John. Aha, servus. Nee, ich hab Angst, dass du wieder einschläfst. Das letzte Mal ist er ja die ganze Zeit eingepennt. Ich hoffe mal diesmal... Oh, wie schön es hier aussieht, Alter. Digga, ich sag's einfach jede Folge 10 Mal, aber schaut euch diese Berge an mit der Sonne. Es sieht so geil aus. Ja, ich schätze nicht. Ich bin angespannt, wenn wir mit so einem Truck hier über die Berge fahren. Ja, ich möchte aber jetzt kein Gespräch anfangen, obwohl eigentlich schon. Ja, ist aber richtig so. Der Fahrer bestimmt die Musik. Klar. Sorry, aber ich habe gerade doppelt geklickt aus Versehen. Deshalb müssen Leute wählen gehen. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, ob Wählen so viel bringt in dem Land. Oder ob das nicht alles manipuliert wird. Schöne Würfel, auf jeden Fall. Das Bild ist jetzt nicht ganz so schön. Ich sehe nur... Ich weiß nicht so genau, was ich da drauf sehe, ehrlich gesagt. Hier ist... Was ist das? Oh. Das ist eine Frau. Da haben wir jetzt mal auch einiges erfahren. Getränk stehlen. Keine gute Idee, glaube ich. Aber er scheint diesmal nicht müde zu sein. Das ist schon mal gut.
Das ist er, in voller Pracht. Papa Bear, got your ears on? Over. Was? Ooh, that's Mama Bear, young one. Was? We got a CB-type thing going on. I've never actually met her, but I think I'm in love. Oh, und Papa und Mama Bär ist auf jeden Fall ein schöner Name. Aha, okay. I want to ask her out, but I've been out of the game too long. Can you help? Ja, klar können wir helfen. Wir sind noch 14. Thanks, kid. Ja. All right, I'm going in. Hi, beautiful. How's my CB crush doing today? Oh. Beautiful? Well, if you say so. Entspann dich, wäre vielleicht. Ja, obwohl sie hat gelacht. I'm all right. Oh, but my boss is writing me about this illegal transmitter. Illegaler Sender? Beats me, kid. Guess the brigade's got a secret radio station? Honestly? Ja. I'm starting to think a ghost is moving it. Speaking of transporting. What are you hauling today, Papa? Mich, alle dabei. Pineapples. Ananas. Jawohl. Young bud, it's going well. I'm gonna ask her out. Any advice? Sei einfach du selbst, wie man es immer sagt, aber so ist es ja auch. Mama Bear, aren't you getting tired of talking like this? Oh, you don't want to talk anymore, Papa? Sie hat es falsch verstanden. No, no. What I mean is, we should meet in person. Ich weiß nicht über Liebe zwischen Erwachsenen. Nee, das hilft das nicht. Sage, was du wirklich fühlst. Ist doch gut. We got a nice CB thing going on, but I got to meet you, Mama. Oh, I don't know, Papa. Oh. What we have is Corp incoming. Nice. Glaube ich. But maybe it is time we met. Oh, oder doch nicht? You're not messing with me, are you? No. Name the time. Jawohl, er hat's geschafft. Er ist drin. Er ist drin. I'll be there. Oh. Was war das denn? Junge, was ist denn da los? Was war das? Hier? Get in the back. You know how to handle a nail gun? Nee. These those I think they're gonna get my pineapples. Ha! Can't legally carry a gun. So you'll have to shoot him with nails. Wahrscheinlich wollen die Ananas klauen. Das ist ja nicht mal voll mit Ananas, sondern da hängen nur so ein paar Säcke voll Ananas und das war's einfach. Greifen. Shoot the lock, open the door. Oh, that's nothing. Ich würde es gerne wissen, aber egal. So. Take him down, young blood. Oh, aiming. Verdammt. Okay, Reifen geben richtig viel Damage. Oh. Ah, ich treffe nicht so gut. Papa Bear, you think of a time and place? You're good. Oh. Think Mama Bear likes seafood? Gutes Timing. Jeder liebt Meeresfrüchte. Um ehrlich zu sein, ich nicht so sehr. I'm here, darling. You like gumbo? Damn, they're back. Show 'em no mercy. Ah. Oh Mann, ich treffe echt richtig schlecht. Ah, fuck. Was für einen Reifen gebraucht, Mann, ich. Okay. What road are you on, Papa Bear? We got a call. Auf einer gefährlichen auf jeden Fall. There's a shootout on Route 220. Ja. Oh, really? Naja, Shootout, das war eine Nagelpistole. Ah, ich sehe nichts. Oh, damn, das macht Damage. Alter. Ich baller einfach voll auf die Motorhaube. Ja. Kein Stress, wir haben's. Viel zu leicht. Ich hab's so oft daneben geschossen. Ja, auf jeden Fall.
Du weißt, dass ihr den Rücken frei haltet, John. Das ist doch eine schöne Aussage. Papa Bear, I gotta run. Looking forward to our date. Oh, sie sagt sogar Date. Jawohl, er hat's geschafft. Die sollten vielleicht bloß ihre Kosenamen ändern. Wenn du mich fragst. Sure is, Youngblood. I'll probably work alone. Natürlich. Youngblood, I'm gonna have to drop you soon. But it's been a blast. Kein Problem. Viel Glück mit Mama Bär. Auf jeden Fall. Dankeschön. Wie er grinst. Er freut sich richtig über sein Date. Er ist in den Gedanken schon da. Hoffentlich schaut er noch auf die Straße. Okay, ich glaube, wir sind jetzt an der Grenze, oder? Oder zumindest fast. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle würde ich die Folge auch beenden. Ja, in der nächsten Folge geht es dann vielleicht schon über die Grenze, vielleicht auch erst in der übernächsten Folge. Mal schauen. Ich denke aber, in der nächsten Folge wird es soweit sein. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. No.